Frühlingsgefühle. Im Wald des Bären bricht der Frühling an. Der Schnee schmilzt, die Vögel singen und auch der Bär quält sich nach einem langen Schlaf nun endlich aus seinem Bett. Ein Blick aus dem Fenster verrät ihm, dass es höchste Zeit ist, das neue Jahr zu begrüßen. Die Schneeglöckchen stehen in voller Blüte und von der Blaumeise bis zum Eichhörnchen sind schon alle Tiere auf der Suche nach der großen Liebe. Der Bär beginnt das neue Jahr mit ein wenig Sport. Der lange Schlaf hat ihn ganz schön einrosten lassen. Da geht doch nichts über Gymnastikübungen. Vielleicht noch ein paar Klimmzüge und ein kleiner Dauerlauf. Am besten runter zum See, da kann man noch ein paar Runden schwimmen. Der Bär will gerade ins Wasser springen, als er mitten im See plötzlich eine wunderschöne Bärendame erblickt. Der Bär ist hingerissen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Er taumelt zurück zu seiner Hütte und stürmt ins Badezimmer. Schließlich will er auf die Bärendame den allerbesten Eindruck machen. Er putzt sich die Zähne, kämmt sich das Fell, sprüht sich mit Parfüm ein und eilt mit einer Schachtel Pralinen und einem Blumenstrauß Richtung See. Unterwegs läuft ihm ausgerechnet Mascha über den Weg. Sie zupft an einer Blume und fragt sich, warum der Bär an ihr vorbeirennt, ohne sie zu bemerken. Er liebt mich nicht. Wo geht er hin? Mit Schokolade und ganz allein? Guten Morgen, lieber Bär. Was ist das da an deiner Tatze? Ich schätze, das ist für mich, oder? Na gut, eine Praline kann ihr der Bär ja geben. Während Mascha sie isst, versucht der Bär davonzuschleichen. Aber so leicht ist Mascha nicht zufrieden. Schmeckt gut, aber nicht genug für mich. Mehr! 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 Mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Mehr haben! Hopp! Diese Schokolade gehört mir! Den Kampf um die Pralinen hat der Bär verloren und auch der Blumenstrauß ist dabei kaputt gegangen. So hat er nur sich selbst, um die Bärendame am See zu beeindrucken. Und es gelingt ihm. Der Bär kann sie tatsächlich zu einem gemeinsamen Spaziergang im Wald überreden. Mascha entgeht natürlich nicht, dass sich der Bär plötzlich um jemand anderen als sie kümmert. Sie schleicht den beiden hinterher. Wer ist das denn? Im Briefkasten wartet eine freudige Überraschung auf den Bären. Sein neues Rätselheft ist endlich da. Der Bär liebt Rätselhefte. Er legt sich Bleistift, Anspitzer und Radiergummi zurecht, gießt sich eine Tasse Tee ein und macht es sich auf dem Sessel bequem. Der Bär freut sich auf einen ganzen Tag voll Rätselspaß. Aber leider hat er sich zu früh gefreut, denn Mascha ist im Anmarsch. Da hilft nur eins, der Bär muss sich verstecken. Hallo Bär! Hola ho! Der Bär versteckt sich. Gefunden, gefunden, ich hab dich gefunden. Ich bin frei, jetzt musst du mich suchen. Komm schon, aufstehen, an die Wand und Augen zu. Das Buch kannst du später lesen. Aber du darfst nicht schummeln. Ich werde mich so gut verstecken, dass du mich nie finden wirst. Jetzt darfst du suchen. Der Bär hat eine Idee. Natürlich hat er Mascha schon längst entdeckt. Die sitzt nämlich im Sessel und hält sich die Augen zu, weil sie glaubt, dass niemand sie dann sehen kann.
Aber der Bär tut einfach so, als würde er sie tatsächlich suchen. Er zieht Schubladen auf und öffnet Schränke. Und währenddessen löst er weiter die Rätsel in seinem Heft. Der Plan funktioniert ganz hervorragend, bis Mascha die Augen aufschlägt. Jetzt muss der Bär natürlich so tun, als hätte er sie gefunden. Wie konnte er mich so schnell finden? Der Bär will noch schnell ein Wort in sein Heft schreiben, aber Mascha nimmt es ihm weg. Du sollst das doch später machen, Bär. Los, jetzt bist du dran. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Vor und hinter mir gilt nicht. 1, 2, 3, es ist soweit. Versteckt oder nicht, ich komme. Der Bär hat sich gut versteckt in der Abstellkammer. Hier kann er sich in Ruhe weiter mit seinem Rätselheft beschäftigen. Aber plötzlich hat er einen fürchterlichen Gedanken. Wenn Mascha ihn nicht findet, wird sie bestimmt die ganze Hütte auseinandernehmen. Gerade noch rechtzeitig verlässt der Bär sein Versteck, um das Schlimmste zu verhindern. Ei, ich bin frei, 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 frei. Oh. Muss ich dich jetzt nochmal suchen? Na gut, na gut. Dann versteck dich endlich. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Vor und hinter mir gilt nicht. 1, 2, 3, es ist soweit. Endlich hat der Bär sein neues Modellflugzeug fertig gebastelt. Er freut sich schon darauf, mit dem Flugzeug im Garten zu spielen. Dumm nur, dass Mascha gerade zum Tor hereinspaziert. Oh nein, wenn Mascha das Flugzeug in die Hände kriegt, macht sie es bestimmt kaputt. Schnell versteckt es der Bär im staubigen Kamin. Bist du krank, etwa erkältet? Dann werde ich dein Arzt sein. Ein Glück, dass ich gekommen bin. Ich bin der beste Arzt der Welt. Mascha holt ein Hörrohr aus ihrem Arztkoffer. Also, mein Guter, zuerst werde ich dich gründlich untersuchen. Sie horcht den Bären ab. Ganz gut, ganz gut. Das Herz ist okay, aber der Fuß... Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh je, hier steckt die Ursache. Tja, das ist ein schwieriger Fall. Dem Bären wird es auf einmal ziemlich mulmig. Denn in dem Koffer gibt es auch eine riesige Spritze. Und ausgerechnet die nimmt Mascha in die Hand. Dabei ist der Bär doch gar nicht wirklich krank. Er musste doch nur vom Staub im Kamin niesen. Puh, zum Glück legt Mascha die Spritze wieder weg. Das Einzige, was dir helfen wird...